Oliver, du bist jetzt wie lange am Start? Bei dir am Start die achte Woche. Acht Wochen. Muss ich dazu sagen, der Oliver ist auf der VO in... Das war eine Entscheidung Erfolg. Entscheidung Erfolg war es, genau. Kam zu mir ohne irgendwie eine Vorwarnung. Sag Andreas, wir zwei. Okay, ich will es wissen. Ich will es jetzt wissen. Ich mache eine 90-Tages-Challenge. Ich sage euch jetzt was. Ich habe schon ganz viele Menschen kennengelernt, die haben mir was von 90-Tages-Challenge erzählt. Und die 90-Tages-Challenge ging bei ganz vielen gerade mal eine Woche oder zwei Wochen. Aber der Oliver hat mir immer dazwischendurch Videos geliefert, die mich davon überzeugt hat, dass wenn es einer ernst meint, dann ist es der Oliver. Oliver, du bist gestartet mit? Gewichtsmäßig 92,4. Und wo bist du jetzt? Im Moment bin ich bei 81,6. Das sind 10 Kilo. Etwas mehr als etwas 10 Kilo. Kilo. Und das sind 10 Kilo Fett, weil das sieht man auch am Oliver seinem Bauch. Und jetzt, erstes Ziel war beim Oliver 85. Wir hatten uns darüber unterhalten. Mein großes Ziel war letztendlich, ich muss wieder fitter, ich muss mich wieder wohlfühlen. Richtig. Bei dir war im Vordergrund fit und wohlfühl. Das war dein Vordergrund. Mehr Energie und mich selber wieder besser annehmen zu können. Genau, das war sein Hauptfokus und auch die Körpersprache, wo er zu mir kommt, ist er gesagt, oh, der meint's ernst. So, und jetzt war dann, ja, haben wir über 85 Kilo gesprochen, dann ging es los, ja, aber das Sixpack unten drunter, das sieht ja schon ganz gut aus. Dann waren wir bei 80 Kilo und jetzt sind wir bei 81 nochmal was und Sixpack ist noch ein bisschen versteckt, die ersten zwei oben sind noch sichtbar. Unten fehlt noch ein bisschen was und jetzt hat Oliver Lunde gerochen. Ja. Und jetzt will er es wissen. Und zwar hast du auch einen Grund dafür. Ja, der Grund letztendlich. Also, was durfte ich feststellen in diesen Wochen letztendlich auch? Wenn du ein Ziel hast und das Warum dahinter stark genug ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit umso größer, das Ziel auch zu erreichen. Mein Warum ist stark genug. Dein Warum ist richtig stark. Du hast ja noch ein neues Warum dazu bekommen. Es war irgendwas mit deinem Sohn, ne? Das kommt noch dazu, kommt klar. Dazu. Das ist allerdings auch schon wieder ein Jahr her. Da hatte ich meinem Sohn immer mal so aus der Laune gesagt, komm jetzt, hey Papa, ich habe schon ein Sixpack. Und da sage ich, ja, mache ich auch. und hat damals gesagt, hey, bis Oktober. Und Oktober kam. Mein Vorteil war, ich hatte das Jahr noch nicht dazu gesagt. Geschickt eingefädelt. So ungefähr. Und jetzt kommt es natürlich mit dazu, wieder in die Erinnerung und wird die nächste Challenge. Mhm. Oktober 2019. Mhm. Da will ich will das Teil sehen. Ihr habt es mitgekriegt. Und wenn der Oliver das sagt, dann macht der Oliver das auch. Wir werden das auch abliefern. Wir werden diesen Video liefern, wie der Oli mit dem Sixpack vor euch steht. Jetzt vielleicht noch wichtig, das ist ja kein 1:1, dass du bei mir bist, sondern du bist ja etwas entfernt von mir. Wie kommst du mit dem Online-Coaching zurecht, mit dem, was wir machen? Wie ist das für dich? Ich muss dazu sagen, meine große Stärke, ich bin sehr diszipliniert. Ja. Ich kann mir, wenn ich mir was vornehme, es auch 1:1 umsetzen. Und da ist es wichtig, eine absolut gute Handlungsempfehlung zu haben. In dem Fall dich als Coach im Sinne von einen klaren Plan zu kriegen. Den kriegst du bei dir. Klare Handlungsanweisungen und dann letztendlich, ja, du musst es nur tun. Du musst es umsetzen. Da kann ich schon helfen. Natürlich mache ich das auch bei unseren Zoom-Calls, weil nicht jeder ist natürlich so selbstständig wie der Oli. Der Oli ist natürlich jemand, der ultra diszipliniert ist. Das hat man nicht immer als Coach. Das ist schon fast schon so ein Diamant, den man findet. Weil das jetzt alles 1:1 um. Du hast auch Coaches, da musst du nacharbeiten, auch im Mindset nacharbeiten. Dein Mindset müssen wir nicht hinterfragen, der ist da. Aber wie war es jetzt mit dir, wenn du jetzt zum Zoom-Call teilnimmst, wie ist das für dich, dass du auf Distanz einen Coach hast, der ja nicht direkt bei dir vor Ort ist? Für mich ist extrem wichtig letztendlich, dass ich weiß, dass jemand da ist, mhm. Der so ein bisschen beobachtet, dem ich auch mein Ergebnis abliefern darf, mhm. Und der mir wieder auch letztendlich Feedback gibt. Und das funktioniert ganz gut. Jetzt bin ich in dem Bereich nicht derjenige, der immer vorne drauf spricht und hier, da bin ich, das mache ich. Und das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Zoom-Calls, WhatsApp etc. Es läuft was und ich kann still bleiben, kann aber beobachten. Kannst du auch mitmachen, wenn du willst. So, ich kann mitmachen, wenn ich will. Und ich habe immer wieder
Ja, das ist auch immer wieder selber eine eigene Motivation, wenn ich das da reinsehe. Und krieg dann auch letztendlich, wenn ich es brauche, 1:1 Feedback von genau, dir. Genau, so soll es sein. Vielleicht noch eins dazu, weil die meisten wissen ja, was wir tun. Du hast ein Tubes-Workout. Ja. Das heißt, wir arbeiten mit Gummis, also Gummis in verschiedenen Farben, mit Handgriffen dran, nicht zum Aufblasen. Wie hat sich das für dich angefühlt? Weil der Tubes war ja neu für dich. Die größte Herausforderung für mich oder für dich in dem Fall war, ich bin ein Typ, Studio geht nicht. Mhm. Ich bin viel unterwegs und eine Anlaufstelle sagte, kein Problem, machst du das Workout zu Hause. Ich sage, Tubes, was ist das? Mhm. Sensationell. Es ist super einfach. Mhm. Es gibt keine Ausreden. Mhm. Du kannst es überall machen. Mhm. Für mich ideal. Und die Übungen, du kannst so vielseitige Dinge machen. Ich habe es vorher nicht geglaubt. Ging mir, wo ich mit konfrontiert, ich habe ja Außendienstler, das ist Andreas, ich kann nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, das geht nicht. Ich brauche was, wo ich mitnehmen kann. Ich brauche was, wo ich netto in ganz kurzer Zeit kompletten Training machen kann. Und darauf bin ich auf die Tubes gekommen. Ich weiß nicht, ob ich es erstmal in der Hand gehabt habe, ich denke, ey, das ist Spielzeug. Aber nach dem ersten Workout habe ich gesagt, nee, das ist kein Spielzeug. Und deswegen auch für alle da draußen, wir brauchen nicht immer ein Fitnessstudio. Ein Fitnessstudio ist ganz oft verbunden, Anfahrt, Abfahrt. Dann, wenn ihr unterwegs seid, müsst ihr unterschiedliche Fitnessstudios suchen, bezahlen. Mit dem Tubes Workout habt ihr alles dabei, kleines Päckchen mitnehmen, Fenster oder Türraum frei. Vom Oliver Liefermann. Und zwar dann, wenn der Oliver im Sixpack dasteht, bekommt ihr vom Olli das Feedback, dass da ein Sixpack zu sehen ist.